Hallo Markus. Wie du siehst, das Wetter ist toll hier. Das ist jetzt gerade in dem Compound, in dem ich lebe, in Shenzhen. Und ja, ich nehme dich einfach mit auf eine Tour. Heute geht es zu einem Berg, der recht in der Nähe ist. Und ich werde jetzt den Bus nehmen und die Fahrt zu dem Berg, von dem ich gar nicht weiß, wie er heißt, wird vermutlich ein bisschen mehr als eine Stunde dauern. Irgendwo kurz vor dem Ziel werde ich auch nochmal den Bus wechseln müssen für nochmal ein paar Stationen. Ja, und die Qualität vom Video und das, was ich hier so erzähle, wird wahrscheinlich nicht so auf dem Niveau sein, wie du das normalerweise machst. Von daher, falls da einfach ein bisschen viel Gelaber dabei ist, bitte ich um Entschuldigung. Ich hoffe einfach, ich kann dir ein bisschen was zeigen, wie es hier generell so aussieht. Das ist jetzt so ein bisschen die Stadt, später dann mehr in der Natur. Und hoffe, dass da ein bisschen was für dich dabei ist. Ja, und das ist jetzt die Bushaltestelle. Das war jetzt gerade ein glücklicher Zufall. Der Bus kam gerade an. Ich habe jetzt gerade leider aber doch ein bisschen Pech mit meiner Kamera, weil das Handy gestern im Regen ein bisschen nass geworden ist. Und jetzt beschlägt die Kameralinse so ein bisschen. Und muss ich mal sehen nachher, ob ich dann Film hier mit der Selfie-Kamera, die scheint in Ordnung zu sein. Und bei den anderen Kameras hängt vielleicht ein bisschen von der Temperatur ab. Der Dampf, der jetzt auf der Kameralinse von innen ist, ob der dann bitte verschwindet. So, hier steige ich jetzt in den nächsten Bus um. Ja, jetzt bin ich also angekommen mit dem Bus und hier, ich hoffe man sieht es so halbwegs, das ist jetzt der Berg, auf den ich rauf will. Der Plan ist, den Berg hoch zu laufen, also zu rennen, zu joggen. Und ich werde aber, damit es nicht hier irgendwie so ein Action-Video wird, immer wieder einfach mal stehen bleiben. Das wird sowieso notwendig sein, weil der Berg doch ziemlich steil ist. Ich bin hier schon vorher einmal hoch und man kann den also nicht am Stück hochlaufen. Demzufolge werde ich also öfter mal Pausen machen müssen und gehen und dann werde ich vermehrt dabei filmen. Wir sind jetzt hier so am Randbereich von dem Berg. Oh, jetzt hat die Kamera gerade zur anderen Linse umgeschalten. Ich habe jetzt also ein kleines Stückchen zu gehen und danach geht es dann also hier so auf den Berg hoch. Wenn ich mich recht erinnere, heißt der Berg Datoshan. Das heißt also, glaube ich, sowas wie Großkopfberg. Und da soll es hochgehen. Vor allem das Anfangsstück geht auf einer Straße hoch. So ähnlich wie diese jetzt hier. Allerdings wesentlich steiler. Und ja, das Anfangsstück wird also extrem anstrengend, bis ich dann so ein bisschen im Gelände bin. Da kommen dann recht schöne Single Trails. Recht verblockt, Stellen, wo halt viele, viele Steine und Felsen sind. Ja, hier fliegt sowas wie ein Reiher. Den habe ich jetzt leider gerade verscheucht, als ich hier unten diesen kleinen Bachlauf zeigen wollte. Wäre schön gewesen, wenn er da geblieben wäre. Naja, ich werde jetzt erstmal anfangen zu laufen. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. So, um das vielleicht mal kurz zu zeigen. Das ist hier so ein typischer kleiner Fitnesspark. Sowas findet man eigentlich fast überall in jeder Anlage und wo Leute wohnen. Ja, und so gibt es hier also solche Dinge, wo man hier so Klimmzüge machen kann.
solche Stangen, wo man hier dann so sich drehen kann für die Hüfte und Mobilität der Wirbelsäule. Hier diese Teller, die sind glaube ich für Hand- und Schultergelenke, kann man also hier so drehen. Das hier ist zum Massieren von Rückenwirbeln, horizontal und vertikal. Und das hier habe ich auch noch nie gesehen. Ich nehme an, das ist einfach so eine Art Laufband ohne Band. Ja, also solche Sachen gibt es hier. Und das hier kann man sich draufstellen, hält sich fest und läuft dann quasi so, indem man die Füße so schwingt. Fast wie im Fitnessstudio. Ja, und das ist jetzt nochmal die Aussicht. Hier ist so die erste ganz kleine Steigung. Lässt sich schwer erkennen, aber die ist auch nicht wirklich stark. Und da soll es dann hochgehen. Das ist zwar jetzt noch nicht so ganz in der Natur, wie man sieht, immer noch eine Straße. Aber mir geht schon das Herz auf, wenn man dann aus der Stadt rauskommt und ist dann plötzlich so an den Schwellen zur Natur. Hier ist so eine Absperrung. Letztes Mal war das offen. Das ist jetzt hier noch verhältnismäßig flach, wird aber dann gleich entsprechend steiler. Ich versuche jetzt die Steigung noch mal ein bisschen zu zeigen. Hier sieht man es vielleicht so halbwegs gut. Auch hier, wo es dann so in die Serpentinen hochgeht. Wenn man so ein bisschen zur Übertreibung neigen würde, könnte man sagen, hier endet die Zivilisation. So, und jetzt sind wir quasi in der Wildnis. Auch wenn hier noch ein Zeugnis steht davon, dass wir nicht ganz in der Wildnis sind. Das ist, glaube ich, hier so eine ganz kleine Siedlung. Als ich das letzte Mal hier durch bin, da waren hier doch ganz viele Kinder. Wenn wir jetzt hier gleich rechts abbiegen, das ist sowas wie ein kleiner provisorischer Sportplatz vielleicht. Und da haben sich dann also recht viele Kinder, Jugendliche aufgehalten, auch ein paar Erwachsene, die dann gespielt haben, teilweise mit dem Ball. Und ja, das ist also hier dieser kleine Platz. Also in der Gegend hier sind relativ wenig Ausländer. Das heißt, wenn immer man so ein bisschen in die ländlicheren Gebiete kommt, wie jetzt hier, ist man also immer so ein bisschen die Attraktion. Und dann wird einem nachgeguckt und man hört dann, ach guck, da ist ein Ausländer, auf Chinesisch natürlich. So, schau. Hier ist also dieser kleine, wie man es nennen will, Bolzplatz oder, ja. Und das hier finde ich besonders schön, so als Einstieg in diese Trail-Gegend hat man also so eine kleine Brücke über den Bach, der also ganz still da liegt hier. Ein kleiner Schmetterling ist auch hier unterwegs. Activity has been paused automatically. Die großen chinesischen Zeichen bedeuten Eingang. Ja, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg auf den Berg. Hier haben wir so ein verfallenes Gebäude. Ich werde hier wahrscheinlich immer wieder mal ein paar Schnitte machen, wenn hier die Activity has been paused automatically. Wenn hier die Stimme spricht. Ich track den Lauf mit so einer Lauf-App, die halt dann GPS-Punkte trackt. Und wenn die Stimme dann alles zwischenrein spricht, dann werde ich also einen kurzen Cut machen, damit es nicht allzu nervend wird. Die eine Sache wollte ich dir noch kurz zeigen hier. Und zwar an dem Gebäude hier vorne sieht man ja, dass rechts und links neben der Tür hier solche rote Banner sind. Das hat den Hintergrund, also eigentlich ein bisschen einen unglücklichen Hintergrund, aber es hat sich jetzt in der Bedeutung heute gewandelt. Und zwar in der Kulturrevolution in China, wenn Häuser also durchsucht worden sind, dann sind die hinterher gekennzeichnet worden, dass schon eine Suche stattgefunden hat. Und dann hat man also diese roten Banner neben die Tür gemacht. Und es hat sich dann in den folgenden Jahren dahingehend entwickelt, dass dann diese Häuser eben sich glücklich geschätzt haben, weil dort nichts gefunden worden ist und niemand verhaftet worden ist und so weiter. Und darum hat man diese Tradition beibehalten, dass man diese roten Banner neben die Tür klebt. Sieht man ganz oft vor allem um die
chinesische Neujahrszeit, die also nicht übereinstimmt mit unserem Neujahr am 31. Dezember oder 1. Januar, sondern die vom Mondkalender abhängt. Also ist es immer im Frühjahr, aber kann Februar oder März sein. Ja, und das ist also der Hintergrund von dieser Tradition, von diesen Bannern hier. Safety first, Sicherheit geht vor. Ja, man muss hier wirklich ein bisschen aufpassen. Hier geht es noch halbwegs. Weiter oben werden dann Abschnitte kommen, die also gefährlicher sind. Mit Wurzeln und Steinen und Felsen. Ja, und das ist der erste interessante Abschnitt hier, wo man also sehen kann, dass das Wasser, das hier den Berg runterläuft bei Regenfällen, sich dann hier so eine richtige Kuhle reingräbt. Und ja, das ist ganz toll zu laufen hier. Hier sieht man das ganz schön. Also fast schon so wie kleine Wände links und rechts. Wie wenn das jemand so reingegraben hätte. So, ich habe jetzt also doch mal die Stimme hier in dieser App ausgestellt und hoffe, dass jetzt da ein bisschen weniger Störung ist. Ah, ich finde das wahnsinnig toll hier. Ist das nicht schön? So, ich mache mich jetzt dann mal wieder ein bisschen schneller auf und versuche hier mal ein bisschen hoch zu laufen. Anstrengend, aber macht Spaß. Ja, sorry für die Videoqualität. Leider ist auch in der Frontkamera hier ein bisschen Beschlag. Aber ich zeige dir jetzt einfach mal, wie es hier aussieht. Ein Wegweiser. Der Berg, den ich hochlaufen will, der ist hier, glaube ich, gar nicht angezeichnet. Ah doch, ganz oben. Und zwar der Tian To Shan. Das Zeichen kenne ich aus dem Japanischen. Das hier ist chinesisch allerdings. Im Japanischen bedeutet das Felder, sowas wie Reisfelder. Ob das jetzt hier auf Chinesisch genauso ist, weiß ich nicht ganz genau. Könnte aber sein, dass es irgendwie Feld, Kopf, Berg bedeutet. Ja, und hier, ich halte es mal kurz in die Kamera für den Fall, dass du das mal irgendwie einscannen möchtest. Das wird hier wahrscheinlich so eine Beschreibung sein. Und jetzt geht es hier hoch und du siehst, das ist unglaublich steil hier. Ja, das ist so das kleinste, das kurze, aber steilste Stück von der Strecke. Und da geht es jetzt hoch. Ja, das ist ziemlich steil. Das sieht man wahrscheinlich jetzt hier in der Kamera nicht so besonders gut. Aber es macht unglaublich viel Spaß, hier hochzulaufen. Das ist so halb laufen und halb gehen, halb wieder zu Atem kommen. Wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Zeit. Aber es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Okay, und Zeit zu gehen. Und dabei wieder Luft zu holen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen außer Atem. Da bin ich mal gespannt. Hier schreiben sie Boar around. Be careful. Sowas wie ein Eber, also ein Wildschwein. Auch von dem Zeichen hier. Das zweite bedeutet Ju. Also Schwein. Von daher muss man hier, glaube ich, ein bisschen aufpassen auf die Wildschweine. Ja, und hier. Jetzt, wo ich wieder ein bisschen Luft habe, hier sieht man also so eine Art Hochspannungstrasse, die so hinter dem Berg entlang geht. Hier hinten auch irgendwie eine Siedlung. Ja, und hinten, weiß nicht, ob man das gut sehen kann hier in der Kamera oder ob mein Finger auf die richtige Stelle zeigt. Da hinten ist das Meer. Da sieht man also auch
nochmal eine Insel, hinten etwas weiter draußen. Und dahinter doch schon ein recht großes Frachtschiff. Oh Mensch, toll. Ah, ich finde es ein bisschen schade, dass die Kamera so beschlagen ist. Wahrscheinlich sieht man die Hälfte davon jetzt überhaupt nicht wirklich. Aber ich hoffe, dass es trotzdem halbwegs schön rüberkommt. Ja, und hier, das ist jetzt so ein kleiner, toller Single Trail, den man jetzt mit dem Mountainbike ganz toll fahren könnte. Dann kommen aber auch so ein paar Stellen, an denen es ein bisschen steiler und verblockter wird. Aber dieses Stückchen hier wäre wirklich toll zu fahren mit dem Mountainbike. So, ich laufe hier nochmal ein bisschen weiter. Oh, hier bist du wieder steil. Es wäre also spaßig mit dem Mountainbike. Das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Je nachdem, wie professionell man hier ist mit seinem Fahrrad. Ja, siehst du, das sind hier so die Stellen, wo man also wirklich hier nicht fahren könnte. Zumindest nicht hoch. Runter könnte wahrscheinlich gehen bei manchen. Ah, Wahnsinn. Ich liebe solche Trails. Also man müsste eigentlich erwarten, dass hier relativ viele Leute unterwegs sind. Vielleicht war das ein bisschen mein Glück im Unglück, dass ich heute später losgekommen bin. Als ich hier angefangen habe, war es ungefähr Mittag. Und ja, das ist doch ein guter Spruch hier. Be civilized, don't litter. Hinterlass keinen Abfall und sei zivilisiert. Ja, und vielleicht wegen der Zeit, weil doch um die Mittagszeit die Hitze am größten ist, oder mit am größten, habe ich vielleicht doch das Glück, dass hier jetzt relativ wenig Leute unterwegs sind. Aber das kann sich ja noch ändern. Und der Gipfel ist ja auch noch ein bisschen weiter weg. Also, ich schalte jetzt nochmal ab und wir hören uns dann gleich wieder. So sieht es hier also aus. Recht verblockt hier. Und das sind so die Stellen, die ich meinte vorhin, wo es also doch schon relativ große Felsen gibt. Guck dir mal an, wie es hier runter geht. Ja, aber toll. Also ich laufe das ganz gern. Das kann jetzt natürlich nicht laufen, rennen. Sondern das ist jetzt eher hier mit ein bisschen Konzentration und langsam, dass einem hier nichts passiert. Ja, und das ist jetzt das flache Stück. Das ist, glaube ich, der Hügel, auf dem ich war letztes Mal, also der höhere von beiden. Ich glaube, wo ich herkomme, das müsste so hier unten gewesen sein, da wo diese Häuser so im Tal sich entlang schlängeln. Da müsste dann hier vorne irgendwo so eine Hauptstraße sein. Also vermutlich hier ungefähr mit dem Bus. Ich hoffe, ich zeige da richtig hin. Ja, und wenn es klappt, laufe ich also auf der Bergkette entlang. Und dann wieder irgendwo hier vorne runter. Und da versuche ich dann einen Bus zu kriegen, der mich wieder nach Hause bringt. Ah, hier kommt noch ein anderer Wanderer. Auch ganz schöne Blümchen gibt es hier. Hier hinten zieht sich so ein kleines bisschen zu. Das ist jetzt also nicht nur wegen der Kamera, die beschlagen ist. Ja, ich laufe jetzt mal kurz weiter. Und das ist jetzt also diese kleine Kuppe. Dann geht hier der Weg hoch zu der größeren und ich werde diesmal hier, also nicht hier ganz nach oben gehen, da war ich letztes Mal, da geht es durchs Gebüsch, ziemlich unangenehm und dann steht man nur auf so einem Stein. Den Teil erspare ich mir heute und dafür geht es dann hier rechts weiter hinter den Berg und auf der Kuppe entlang. So. Die Kamera spricht mit uns. Hiking without disturbing nature. Ja, das ist ein guter Tipp. Take a picture, save the scenery. Leave a smile, leave no rubbish on the ground. Naja, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, so sieht es hier aus. Doch einen relativ schönen Rundumblick. Naja, sagen wir mal Hallo, wink nochmal schnell in die Kamera. Ja, das ist immer ein bisschen ein komisches Gefühl hier auf der einen Seite. Auf der einen Seite hat es manchmal einen Sinn, so wie jetzt hier. Falls doch mal was passieren würde, dann haben sie vielleicht einen Überblick, wo man abgeblieben ist. Oh, guck mal. Wow.
Keine Ahnung, was das für einer ist. Vermutlich kein Adler, aber wow, wie toll. Ist das ein Falke? Die Schwanzfedern sehen doch so ein bisschen V-förmig aus, ne? Keine Ahnung, was das für einer ist. Aber schön, mal so einen so nah zu sehen. Naja, weiter geht's. Was ganz toll war, warte mal, jetzt drehe ich die Kamera mal kurz rum. Was ganz toll war hier, ist, wie freundlich die Leute sind. Ich hatte vorhin, als ich bei der Schranke unten vorbei bin, haben mich dann die Wachmänner oder einer davon gefragt, ob ich Wasser dabei habe. Dann habe ich ihm gezeigt, ja, ich habe 2 Flaschen dabei. Eine ist noch hinten im Rucksack. Und jetzt kurz vor der Hügelkuppe kam mir auch nochmal eine chinesische Familie entgegen. Und der Vater hat mich dann auch gefragt, ob ich Wasser dabei hätte. Ja, das ist sehr freundlich, dass man sich hier Gedanken macht um die Mitmenschen. Weil es doch schon relativ warm ist und man hier halt auf dem Berg sonst keine Gelegenheit hat, großartig, wenn man nicht gerade aus dem Bach trinken will, sich hier seine Getränkevorräte aufzufüllen. Was auch oft der Fall ist in China, ist, dass halt hier keine Wege sind wie die, so richtig naturbelassen, sondern dass es halt zementierte Wege und Treppen gibt, die praktisch den ganzen Berg hochführen. Das sind aber so die erschlossenen Gebiete. Guck mal, wie toll. Wow. Oh, ich finde das toll. Und vielleicht kriege ich es ja hin, dass ich heute den Weg, den man jetzt hier sieht, vielleicht nach oben gehe. Wenn wir schon mal hier sind, dann muss das doch einfach sein. Mal hier so einen Abstecher auf so einen Stein zu machen. Ich genieße das immer, auf so einem Aussichtspunkt mal auf die höchste Stelle zu gehen. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen. Oh, toll. Ja, hier war ich jetzt letztes Mal auch noch nicht, weil, wie gesagt, letztes Mal bin ich dann von der kleinen Kreuzung hier vorne dann nach da drüben. Und dann hatte ich leider einen Termin, musste also relativ schnell und zügig wieder zurück. Und heute habe ich jetzt das Glück, dass ich mehr Zeit habe. Jetzt werde ich also hier runtergehen und dann einfach mal den Weg entlang. Oh, ich finde es schon so spitze hier mit dem Weg, der sich jetzt so hier durchschlängelt. Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. So, nochmal kurz zur Orientierung. Da, wo jetzt dieses orangene Symbol mit dem weißen Männchen ist, da war diese Kuppe, auf der ich jetzt gerade war. Ja, und jetzt bewege ich mich auf diesem Pfad weiter und dann kommt der Berg, zu dem es eigentlich gehen soll, dieser, oh, nee, warte mal, der heißt jetzt doch anders. Vorhin hieß er Tian Toshan, jetzt heißt er Tian Xinshan. Also jetzt wird es bedeuten Feldherzberg. Und vorhin hieß es ja irgendwie Feldkopfberg. Das hier oben war die Kuppe, wo ich jetzt gerade war. Und dann geht es hier diesen tollen Weg nach unten. Oh, ist das warm. Ah, mir läuft die Brühe. Und meine erste Wasserflasche ist auch schon leer. Die Single Trails sind aber wirklich schön hier. Der hier, der geht jetzt die ganze Zeit durch das Gebüsch hier. Und ist also sehr schmal. Wirklich nur eine Person nebeneinander kann hier laufen. Und das ist jetzt nochmal die nächste Kuppe, der nächste Gipfel, auf den es hochgeht. Und wenn ich hier sehe, wie steil das hier hochgeht. Also mit Hochlaufen ist hier definitiv nichts. So, jetzt bin ich hier angekommen auf dem nächsten kleinen Gipfel. Hinter mir auch schon 2 andere Wanderer. Und hier haben sie so einen kleinen Stein aufgestellt. Lesen kann ich es nicht wirklich. Aber das haben sie schön gemacht mit den gelben Zeichen hier. Ja, und dann geht es gleich weiter. Ich werde jetzt vermutlich eine kurze Pause machen, aber wahrscheinlich auf dem nächsten kleinen Gipfel, weil ich davon ausgehe, dass die Wanderer hinter mir hier auf dieser kleinen Fläche Rast machen. Und ich werde jetzt einfach mal noch weitergehen, mal schauen, wo der Weg dann jetzt noch weitergeht. Ich bin jetzt bei über 7 Kilometer. Die Wasserflasche, die erste, die ich dabei habe,
ist gerade leer geworden. Will aber mit der zweiten Flasche noch ein bisschen sparsam umgehen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht ganz genau weiß, wie lang der Weg noch ist. Und ja, darum werde ich jetzt ein kleines bisschen haushalten noch. Im Moment geht es jetzt wieder runter. Hier geht es auch ein kleines bisschen wieder durch Schatten. Allerdings schon wieder zu Ende. Ja, eine Sache, auf die man hier noch ein bisschen aufpassen muss. Man sieht es ja, Snakes around. Also es gibt hier Schlangen. Ich habe zwar selber, glaube ich, erst einmal eine gesehen. Die war recht klein. Ich gehe davon aus, dass die nicht giftig war. Wobei, selbst wenn es wäre, wüsste ich das wahrscheinlich nicht. Bin kein Schlangenexperte. Von daher, ich gucke immer, dass ich hier auf den Wegen bleibe. Ach, die Aussicht ist doch toll. Ja, die Wanderer sind mir immer noch auf den Fersen. Ja, ich bin jetzt nicht menschenscheu. Aber wenn ich hier Videos drehe, habe ich es doch ganz gern, wenn ich hier ein bisschen meine Ruhe habe. Ja, hier kam ich jetzt gerade her. Ging es doch relativ steil runter. Und auf dem Weg nach unten hat mich doch dann einer der zwei Wanderer überholt. Der ist also hier schon runtergejoggt. Hier vorne sieht man jetzt gerade noch einen. Das war der hintere. Der ist ein bisschen langsamer unterwegs. Und ich mache jetzt ein bisschen gemütlich. Ich würde zwar ganz gern laufen, aber im Moment bin ich doch ein bisschen erschöpft. Und bevor was passiert, muss man manchmal einfach ein bisschen vernünftig sein und halt langsam machen. Ja, und so wie es aussieht, habe ich den höchsten Punkt der Tour schon passiert. Hier diesen Tianxinshan Feldherzberg mit 689 Meter, ohne es wirklich zu merken. Ja, ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Es war zwar die höchste Stelle, jetzt im Nachhinein ist mir das aufgefallen, dass da nichts Höheres war, aber irgendwie vor lauter Gucken nach den anderen Wanderern habe ich das doch gleich verpasst. Naja, jetzt kommen aber noch ein paar Hügel, zumindest noch einer hier direkt vor mir. Das wird dann der höchste, nächsthöchste sein vermutlich. Und von da an wird es dann bloß noch runtergehen. Ja, jetzt habe ich 9 Kilometer hinter mir. Ich vermute mal, dass es vielleicht 12 Kilometer werden insgesamt. Mal schauen. So, hier nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Hügel, über die ich gekommen bin. Ja, jedenfalls ging es dann hier von dem hier runter auf den, dann auf diesen und dann ging es hier entlang nach unten. So, hier bin ich jetzt auf dem vermutlich letzten Hügel, bevor es mir nur nach unten geht und habe hier gerade diesen Stein gesehen. Die Zeichen kann ich nicht ganz genau lesen, aber das erste Zeichen, dieses hier, das weiß ich, das bedeutet Land. So, das war's. Ich mache jetzt erstmal eine Pause mit dem Film, konzentriere mich jetzt auf den Weg nach unten, dass jetzt hier nichts mehr passiert auf den letzten, keine Ahnung, 2-3 Kilometern vermutlich. Wo ich kann, werde ich hier nochmal ein bisschen laufen. Wo es nicht geht, da werde ich halt langsam machen, so wie jetzt hier, da passt man wieder ein bisschen auf. Aber allgemein war das eine sehr, sehr schöne Tour. Ich vermute, ich kriege hier leicht Sonnenbrand. Naja, aber das gehört dazu. So, die 10 Kilometer sind auch schon voll. Das wollte ich jetzt aber noch mal kurz zeigen, hier diese tollen, ausgewaschenen Wege hier, wo das Wasser dann bei Regenwetter dann hier durch diese Rinnen abläuft. Schau, wie tief diese Rinnen sich hier eingraben. Ja, ich lag falsch. Es kommt doch nochmal ein kleiner Hügel oder zwei. Naja, schön. So, jetzt muss also doch mal eine kurze Pause sein. Ah, ist das angenehm hier. So, mal die Sachen noch ein bisschen trocknen lassen. Oh, klatschnass. Ach, der Wind ist göttlich.
gehe davon aus, dass das hinter mir jetzt der letzte Hügel ist. Zumindest sehe ich keinen anderen mehr. Und danach gehe ich schwer davon aus, dass es dann runtergeht ins Tal. Und damit ist die Tour dann auch beendet. Ja, war schön. Und so sehen hier die Wege jetzt aus, runter zu uns. Auch wieder schön kleine, verblockte, verwurzelte Single Trails. Muss man ein bisschen aufpassen, wie immer. Also ich versuche jetzt hier trotzdem Film sorgfältig zu gucken, wo ich die Füße hinsetze. Das ist mir übrigens schon mal passiert in Heidelberg. Das ist die Gegend, wo ich ursprünglich herkomme. Und da war ich vor 2 Jahren auf Berufsreise. Bin dann hier den Wald hochgejoggt. Da gibt es den sogenannten Königsstuhl. Und zwar bin ich damals hoch zu uns auf den Fels getreten. Und also einen größeren Stein. Und dann habe meinen Schritt etwas zu kurz gewählt. Und bin dann von der Vorderseite abgerutscht. Und dann irgendwie, ich zeige es gerade mal. Naja, also stell dir vor, das wäre der Stein. Dann hier so abgerutscht und dann seitlich am Fuß gelandet. Und dann habe ich mir den hinterm Zeh, den Knochen hier, den Metatarsalknochen, glaube ich, heißt er, hinter dem kleinen Zeh gebrochen. Ja, und da war ich halt gerade auf dem Weg nach oben, wollte dort oben zu einem schönen Biergarten. Und du weißt ja, wir Deutschen, was wir alles so machen für ein Bier. Dann bin ich halt, nachdem ich eigentlich davon ausging, dass der Knochen nicht gebrochen war, sondern nur irgendwie ein bisschen verstaucht, vielleicht ein Band gedehnt oder so, bin ich dann halt noch ein paar Kilometer weiter gejoggt mit ein bisschen Schmerzen, aber naja, es ging. Und 2 Tage später bin ich dann doch ins Krankenhaus, weil es dann doch ein etwas blutunterlaufen aussah, also ziemlich eigentlich. Und nach dem Röntgen ist halt dann festgestellt worden, dass es wirklich gebrochen war. Ich kann ja, wenn ich das Bild noch finde, vielleicht mal kurz das Röntgenbild hier einblenden. Vielleicht sieht man es jetzt ja gerade. Und ja, abgesehen davon muss ich mich jetzt aber hier wirklich ein bisschen auf den Weg konzentrieren. Das ist doch ziemlich steil und verwurzelt. Naja, zumindest von den Straßen her sind wir jetzt hier wieder in der Zivilisation. Es ist noch ein bisschen abseits, aber ich schätze in 1 oder 2 Kilometern sind wir wieder in der Stadt. So, jetzt ziemlich zum Abschluss der Tour. Nochmal einen ganz kleinen Abstecher hier rüber. Ja, hier ist wirklich schön mit dem Schilf und den Bäumen im Hintergrund. Und bis auf den Wind ist es hier ganz still. Und bis auf mich. Das ist doch jetzt nochmal so ein schöner, krönender Abschluss. Hier ist nochmal irgendwie so eine Art kleiner Teich. Und keine Ahnung, was das hier ist genau. Entweder Wohngebäude oder sowas wie kleinen Tempel vielleicht. Naja, jedenfalls fand ich es ganz schön. Und damit beende ich das Video jetzt auch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war wahrscheinlich ein bisschen lang. Ich habe viel gequatscht. Aber ich hoffe, es war zumindest ein bisschen was Interessantes dabei. Gut. Und damit sage ich Tschüss. Mach's gut.